Willkommen zurück zur Playlist Assassin's Creed 2, Brotherhood. Ich fühle mich jetzt irgendwie verarscht, weil ich habe im letzten Part noch die 2500 Florin geholt und jetzt sind die auf einmal wieder weg. Es ist einfach kein Geld mehr. Ja, ich müsste das Spiel neu starten. So, ne? Dann hole ich die auch nochmal eben schnell. Alter, kotzt mich das jetzt gerade an. Dann lass mir nochmal durch die ganze Stadt und klauen die Florin. Ja, ja, aber bis dich komm. Ah, ne, ist reicht. Okay, jetzt reiß. Jetzt erledigt ihn! Mir halt noch was. Ja! Guck mal, ich beklau euch jetzt. Bitte doch! Lasst mich einfach leben! Oh nee! Daran will ich nicht teilhaben! An alle Kurtisanen. Schick du Versuch. Da dieses dem Papst direkt untersteht, ist es unschicklich. Herr Lavisenia. Wovon war Erlaubnis hin oder her? Bitte meldet euch bei der nächsten Kaserne der päpstlichen Garde zur sofortigen Umschulung. Maladro! Tut mir leid. Mein Geld ist euch nicht bei euch beklagen. Hey, was geht hier vor? Hier! Ich muss ins Wolf. Mhm. Oh. Na, wenn sie da im Weg steht. Warum steckt niemand zu? Los. Kannst du weg? Gute Entscheidung. Ich musste zu Hause raus. Sie hat wieder angefangen, mich anzuschreien. Oh nein. Oh, nein, 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 nein. Ein Marmor. Das ist so teuer irgendwie. Lass dir was anderes ein. Kann ich nicht in Raten zahlen? Ich latsche schon wieder seit 5 Minuten Raum. Und hier ist nichts.
bitte nicht aus dem Park, dieser Dieb, den ich erwähnte. Sie schleppten mich in eine Gasse und droschen 10 Minuten auf mich ein. Na ja, genau so muss es laufen. Genau so. Einfach durchlaufen und klauen. Einfach bis dich. Okay, so muss ich es auch noch lassen. Fertig. Willkommen in der Rosa in Fiore. Wie du siehst, ist es das beliebteste Bordell in ganz Roma. Mein Geld ist gut angelegt. Hier ist eine Liste der Künste meiner Mädchen. Was? Viel bringst du ihnen nicht bei. Du kannst es besser? Nessun problema. Ezio, die Borgia machen es Claudias Dirnen schwer. Es gibt vieles, was du tun könntest, um ihnen zu helfen. Ich werde es mir merken. Sonst noch was? No. Ezio. Habt ihr Katharina gefunden? Wir arbeiten daran. Bene. Besuch mich auf der Isola Tiberina, wenn du etwas erfährst. Nervt. Oh. Okay. Die Aussichtspunkte, die ich auf dem Weg dahin finde, nehme ich natürlich mit. Es tut mir die Nase. Mal wieder. Wie viel Geld hast du, wandelnde Leiche? Halte sie auf! Sofort! Was hab ich jetzt wieder gemacht? Ich hab doch alles getan. Mein Gott. Nein, hab ich da ihm gesagt, das kann er mir nicht machen. Ich hab gesagt, ich will einen. Ist auch mal weniger. Herzliches Beileid.
Oh ne, da bin ich keine Lust hochzuklettern. Ich laufe drum rum, weil es keine Lust zu oder auch noch angegriffen zu werden. Weil ich jetzt hier wieder drin stehe. Er hofft, so ihre Belange in unserer hektischen Welt besser leiten zu können. Die neuen Ich muss da hoch, nehme ich an. Okay, die haben doch ein wenig an der Steuerung geändert. Hi, hi! Andiamo! Hey, ihr seid nicht alleine. Nein, da geh ich auch nicht wieder rein. Ich hab da ein bisschen der große Dreck hier. Ja. Sag nicht im roten Gebiet. Doch. Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen!
Penthesilea! Penthesilea! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant, wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene, meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Scusatemi. Gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna Dalviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Den Borgia-Hauptmann eliminieren, der mit seinen Truppen die Kaserne angreift, damit sich die Söldner auf den französischen Angriff konzentrieren können. Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht! Helft mir doch, nutzlose Bastardi! Welchen Turm? Hey, das ist doch nicht etwa. Haltet ihn auf! Schneller! Schneller, Merda! Was denn da? Du kannst dich fahren! Da ist er! La! Da hinkommen. Er kommt davon! Haha! Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt hier richtig ist. Okay. Kein Leben verloren. Könnte unser Mann sein. Da! Stopp ihn! Forza! Jetzt! Dann Marco! Er stand da noch auf seinen scheiß Turm abfackeln. Komm mal langsam hoch. Ja, natürlich. Mann, geh nicht schnell auf. Moment. Hm.
Ich frage mich gerade jetzt eher, wo ich hoch kann. Oh, ich habe mich daran gewöhnt, auf das Fenster zu laufen zu müssen, damit ich drauf kann. Diese Stadt ist mir viel zu groß. Ach, wieder schon da. Ich dachte, ich müsste jetzt wieder 5 Minuten lang reisen, halten. Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Oh nö. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Ich komme nicht mal wieder Geld. Und, ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Jans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nimm diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Die 1400 Meter oder Kilometer, warum auch immer, schlage ich im nächsten Part das ein, also haut rein, ciao.